Ich hol mir mal Skihelm. Ich sammle das Holz ein und hinter mir fällt alles wieder ins Wasser. Ja, ist egal, wenn da ein bisschen was ins Wasser fällt. Ich habe genug von diesem Holz. So, eine Schere. Am besten auch eine, die funktioniert. So, dann gehe ich jetzt eben nochmal von da aus durch. Nee. Da soll ein neuer hin. Ja, also, geht doch. Der kann bleiben. Der kann auch bleiben. Der ist mir zu klein. Der ist mir wieder zu klein. Manche wollen einfach nicht, ne? Ja, manchmal ist das halt so. So, dann machen wir das einfach so. Ja, doch, das ist in Ordnung. So, jetzt muss ich da noch... Ja, ich mache jetzt mal weiter hier. Nein, da nicht. Okay, das ist aber in Ordnung so. Das auch, ja. Den stütze ich aber noch ein bisschen zurecht. Okay, ja, das ist gut. So, dann sollte da noch irgendwo einer wachsen. Hier und da sogar noch einer. Also zwei. Und mir geht das Knochenmehl aus. Okay. Ein Versuch noch. Das ist sogar was geworden, aber leider viel zu klein. Macht nichts, ich muss sowieso ins Lager. Aber ich will gerne erst nochmal schauen, wie das mit den Säulen jetzt aussieht. Ja, ich arbeite dran. So, also. Ach, rückwärts fahren ist gar nicht so... Ah, nein. So. Also, wenn das im Boot bist, ist schon mal sehr gut. Wenn ich was bin? Im Boot, genau. Fahren wir weiter weg und guck dir das Ganze an. Mach ich mal. Ach, ich darf nicht gucken. Ich muss einfach nur mit dem Boot fahren. So, und zwischen den beiden Säulen. Zwischen den beiden Säulen? Ja, Moment. Da, wo ich jetzt hier mal hinkomme. Hier zwischen. Wo bist du denn? Ach, da. Ja. So, hast du einen Abstand von... Ah, du hast da diese Dinger vorgebaut. Ah, ich sehe es hier. Genau. Hast du einen Abstand von 25 Blöcken jetzt hier zwischen. Also entweder machen wir bei 12 oder so in der Richtung noch eine Säule, dass du hier mittig nochmal eine hast, oder du lässt es halt so komplett offen. Hm. Ach, weißt du was? Wir können das ja so machen, dass wir erst die Säulen bauen, wo wir jetzt angezeichnet haben. Ja. Oder wo du angezeichnet hast. Und dann, wenn das fertig gebaut ist, schauen wir uns das an und vielleicht lassen wir es oder wir bauen da noch was rein. Okay. Na, dann wissen wir, dann sehen wir, wie das denn eben aussieht. Vom Platz her. Ja. Und dann kann man das viel besser entscheiden. Okay. Gut, dann gehe ich wieder raus aus dem Boot. Ach, dann muss ich aber wieder ans Land fahren, ne? Nö. Wie komme ich dann da hoch? Ah, jetzt bin ich sowieso schon am Land. So. Okay, also wie sieht es aus mit den Bäumen? Da sind jetzt alle gewachsen hier, so wie es sein soll. Da ist noch ein bisschen Laub, nehme ich mit. Boah. Ach nee, der noch nicht. Guck mal. Und der auch noch nicht. Ach stimmt, also ich habe ja kein Knochenmehl. Richtig, also nochmal zum Lager und Knochenmehl holen. Immer dieses Orientierungsproblem, ne? Oh, ja, sieht sehr schön aus hier. So, oh, jetzt habe ich aber viel Knochenmehl. Ich glaube, da kann ich mal wieder ein bisschen was zurücklegen. Erstmal das hier, so. Ich bleib mal dabei. Dann kann ich noch ein bisschen was ablegen. Na gut, das hier. Das auch. Ja, und ich werde mal meinen Rucksack ein bisschen vollpacken. Das kann da jetzt erstmal alles rein. Das brauche ich ja erstmal nicht. Nein, ich wollte da rausgehen. Und mal große Blumen einsammeln. Da. Oh, das sind aber nicht viele. Aber gut. 1, 2, 3, 4. 5.
Ah, das sind nicht so viele. Oder sollte ich erst die Säulen setzen? Ja, ich glaube, das ist besser. Erst die Säulen noch setzen. Moment mal, ich habe da eine Idee. Oh, es ist schon Nacht. Hinlegen wäre ja, schön. Ja. Moment, ich lege mich gleich hin. Bin schon unterwegs zum Bett. Und jetzt lege ich. Der Naturgarten, der wird ja auch nicht fertig, ne? Ja, weil ich keine Ideen habe. So, ich brauche große Blumen. Aber hier haben wir... Oh, guck mal, da haben wir noch Ranken. Großer Farn, das ist gut. Gras. Kann man großes Gras auch haben? Oder muss man... Da sind auch noch Ranken. Guck mal, wir haben da so viele Ranken noch. Ich bringe die einfach mal mit, denn hier brauche ich sie jetzt erstmal auch nicht. Ich würde sagen, ich schneide hier auch schon wieder neue ab. Ja, ich bringe die gleich mit. So, ja gut, mehr habe ich da aber nicht. Oh, ich brauche... Ah, Moment mal, ich habe doch diese neue Mod, obwohl ich die gar nicht brauche, ne? Also für das, was ich jetzt vorhab. Für die großen Blumen geht das ja sowieso auch. Dahin. So, ich pack mal hier in die Kiste die Ranken hinein. So. Okay, Knochenmehl dahin. Dann mache ich jetzt erstmal diese Bäume. Ach, Moment, apropos Bäume. Oh, da habe ich was versehentlich woanders hingeschmissen. Das, das und das. Ich mache mal erstmal nur 18. Ich glaube, das soll erstmal genügen. So, und davon auch noch was. Das werden nämlich die Sockel für die Dings. Ach, nehme ich mal mit. So, für die Beleuchtung, für die Fackeln. Okay, aber jetzt erstmal noch das mit den Bäumen fertig machen. Nee. Das war weg. Ach, guck mal, einer ist gewachsen. Und zwar auch in der richtigen Größe. Nee, der nicht. Ja, diese Bäume. Hallo, wachs doch mal groß. Habe ich keinen Bruchstein hier? Nee, aber das hier. Ich versuch's mal. Vielleicht nutzt das ja was. Das habe ich mir gedacht. Moment, wenn ich das hier wieder wegmache. Ach, ist das kompliziert hier mit diesen Sachen. Das ist nicht so einfach. So, ich versuch's nochmal. Jetzt will er überhaupt nicht. Nee, das. Ich meine, das Knochenmehl, ich habe zwar sehr viel davon, aber verschwenden will ich es auch nicht. Hast du nicht gesagt, du hast eine Farm? Ja, die muss aber auch erst wieder in Betrieb sein. Das ist doch unmöglich, ne? Kann da jetzt einfach mal ein Baum wachsen, der groß genug ist? Schön. Ja, na also, geht doch. So. Nee, also, weißt du, bei sowas bin ich relativ schnell dabei, dass es mich nervt. Bisschen ungeduldig. Ja, manchmal schon. Ich meine, dass es nicht auf Anhieb funktioniert, okay, ist... Na, völlig in Ordnung. So, das will ich in unregelmäßigen Abständen machen. Bisschen weiter nach draußen. So. Dahin. Ja, super. Dahin. Dahin, dahin und dann da, boah, dahin noch. Da. Nee. So, und dann davon was? Machen wir da was hin. Und so. Und da.
können wir auch was hier machen. So. Dahin. Dahin. Und dahin. Wie willst du es hier unter Wasser haben? Was meinst du mit unter Wasser? Naja, die, ich kann bewusst einen Stein setzen und dann da und dann da drunter. Sammeln sortieren sprechen. Geht denn nochmal locker so drei Blöcke ins Wasser runter? Ja, da drunter dann ganz normalen Bruchstein. Okay. Nur, dass der oberste eben bemoost ist, weil man den sieht und die anderen, die drunter, die sieht man ja praktisch nicht. Okay, ja. Nur, dass ich Bescheid weiß. Ich habe doch überall gleich viel davon gemacht, oder? Achso, ne. Habe ich den jetzt eingesammelt? Ne, natürlich nicht. So. Ja, super. Das sind da echt ziemlich viele hier. Okay, dann mache ich den mal wieder weg. Und setz mal da was hin. Obwohl das ja eigentlich auch egal ist. So, sind da immer ein paar mehr davon da. Na, das ist gut. So, dann setze ich da Fackeln drauf. Ich fange mal auf der Seite an. Und da kommen dann die großen Blumen hin. Ja, ich bleibe jetzt auf einer Seite, da muss ich nicht so viel hin und her machen. Oh, nein, aber da oben drauf. So, okay. Also die Brücke kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. Denke ich mal. Also du bist ja unten fleißig zugange bei den Säulen. Ja. Wofür ich dir echt sehr dankbar bin. Vielen Dank, dass du das machst. Ach, so schwer ist es ja jetzt nicht, ne? Ja, gut. Wenn man mal einen Plan hat, dann nicht. Aber du hast ja die Dings gemacht, ne? Diesen Pfad da. Ja. Das hilft natürlich schon viel. So, okay. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, die Säulen und dann hier oben geht's schon gut voran. So. Ich habe mich auch relativ kurzfristig noch entschieden, dass ich das Ganze noch höher, dass die ganze Brücke noch höher sein soll. Und das hat sich aber gelohnt, finde ich. Ich glaube, das ist gut geworden. Also, dass es so jetzt gut aussieht, kann ich auch bestätigen. Wie sie vorher ausgesehen haben soll, daher das ja nicht. Vorher? Nee, was meinst du mit vorher? Ja, das, was du in deinen Gedanken hattest. Weil du dich ja kurzfristig umentschlossen hast. Ach so, nee, da sah das genauso aus, nur eben war die ganze Brücke etwas niedriger. Ansonsten war das genau gleich. Okay. Ja, Moment, so, okay. Hab hier gerade so einen kleinen Jump-and-Run-Parcours. Echt lustig. Da kommst du wieder weg. Ja, tschüss. Na, musst du nicht überall sowas hin? Ich habe ja noch andere Blumen auch da. So, aber ein bisschen variieren kann man da auf jeden Fall. Und so. Ah, die gucken in diese Richtung, das ist schön. Hast du das gewusst, dass die Sonnenblumen immer nach Süden zeigen? Zumindest gucken sie alle in eine Richtung. Welche jetzt das war, das wusste ich jetzt nicht. Ja, Süden ist das. Oder? Okay. Stimmt das hier? So, Moment, ich guck mal dahin. Da ist... Ne, nach Osten gucken die. Dahin, wo die Sonne aufgeht. Süden ist ja da. Ja, da. Nee, die gucken nach Osten. Okay.
Das ist auch eine Sache, wie man sich orientieren kann, wenn man keinen Kompass hat. Also falls das doch irgendwie nötig ist, ne? Meistens ist das ja wohl eher doch nicht so der Fall. Jetzt hat man so viele Zäune oder hier Mauern gebaut, ne? Da sind alle wieder weg. Ach so, die bemoosten Mauern. Ja. Ja, man setzt eben doch einiges hin. Aber das heißt ja, dass es vorangeht. Natürlich. So, die Sonne ist schon wieder am Untergehen. Wollen wir uns gleich hinlegen? Können wir.